Ich möchte meine Pokémon erstmal heilen. Dann möchte ich beim Kollegen links neben dir auch nochmal was einkaufen gehen. Gibst du mir noch irgendwie einen Tipp for free? Die Energie ist, ja, die wäre uns bald wieder. Ach, die hat mir Gott sei Dank keinen Tipp gegeben. Und beim Supermarkt, was kann ich für sie tun? Ich möchte kaufen. Hiervon was? Ach ne, okay, dann habe ich mich noch nicht verguckt. Muss mir jetzt die Netzbilder kaufen. Ein Primärball noch dazu bekommen. Superbälle noch. Haben wir mal 20. Bezahlen wir mal mit LP. Haben ja genug, ne? Und den Rest bezahlen wir mit Pokebällen. So 50 dürften, glaube ich, ausreichen. Ja, muss ich mit Geld bezahlen. Sonst bin ich arm. Und das war's aber schon. Dann geht's ab in die Stadt. In the City. Dreimal getroffen, ey. Ach, diese Kids habe ich schon gefangen. Ja, das war nicht gerade die klügste Move, die ich gerade gemacht habe. Ich habe nicht aufgepasst. Juhu, Pamamo hat gewonnen. Diese Kids wurde besiegt. Wir haben ein kleines Reh getötet. Bambi, jetzt bist du frei. Bist du nicht mehr in dieser Welt gefesselt? Bambi Socke. Bambi ist frei. Hab ich Tauros? Tauros habe ich noch nicht. Tauros, komm her. War doch das letzte Mal der Punkt, dass ich den nicht gefangen bekommen habe, weil irgendwas. Gewissheit, jetzt weiß ich Bescheid. Alles Gute kommt von unten. Oh, Doppelkick. Nicht gut, nicht gut. Schön Pferdekurs abbekommen. Ja, Pamamo ist echt so der Boxsack von jedem anderen gegnerischen Pokémon. Ja, ich kann Killer rufen. Hypnose einschläfern? Ab dafür. Aber zwar ein lebloses Pokémon im Pokéball, aber. Auch nicht schlecht. Ha ja, Fanny. Aber hat. Das ist gerade nicht. Ich hab den nicht hypnotisiert, was soll das denn? Willkommen zurück, Drachenwelpe. So, jetzt aber. Schlafe, mein Tauros, schlafe ruhig ein. Und wenn du wieder aufwachst, wirst du in einem Pokéball sein. Probieren wir erstmal einen normalen Pokéball. Es gibt da doch auch so eine richtig geile Animation, die so richtig gut das Prinzip der Pokébälle verinnerlicht. Mit Pikachu. Der Pokéball ist ganz normal, da war eine Tür. Ich glaube, bei einem Superball wäre die Tür mit einem Holzding verbarrikadiert. Ein Hyperball war mit Lasergittern. Und dann war der Meisterball eine glänzende Tür
Und Dynamit dran, ne? Und dann ist Pikachu im Pokéball explodiert, naja. Hauptsache, Ash hat's gefangen. Nein, ich werde wieder angegriffen. Flucht! Flucht, mein Freund! Wir wollen nur in die Stadt. Nein, Flucht, gescheiter Scheiße. Hätte jetzt Protz eingesetzt, dann hätte ich den Spruch abgelassen. Der wollte. Das Tauros wollte uns nur hier haben, damit er flexen kann, genau. Flucht! Ash Smash, sag ich da nur. Genau so und nicht anders. Ich glaube, ich gehe mir mal noch ein Gespenst zum Kampf suchen. Ah, da oben ist noch eine Trainerin. Man muss es werfen. Ah ja. Sie hat die Quintessenz des Pokéball-Werfens in Erfahrung gebracht. Scheiße. Ach so, das geht nicht, wenn es kampfunfähig ist. Okay. Autoheilung geht also nur, wenn das Pokémon kampffähig ist. Alles klar. Merke ich mir für das nächste Mal. Spiel will mir nicht unter die Arme greifen, Rotte. Achtung, Quiz. Was setzt einen Kampf in Gang, wenn man es wirft? Eine Granate? Dann ist der Kampf aber relativ schnell vorbei. Na? Drachenprofi? Oh, das könnte ein Problem werden. Eine Torte. Ja, die ist auch gut. Eine Torte ist echt gut. Knapfel. War noch Pflanzen, ne? Feuerattacken könnten gegen den noch ganz okay sein. Kampf bin ich mir gerade nicht so sicher. Die Drachen-Pokémon sind sowieso früher immer OP gewesen. Weiß ich jetzt hier anscheinend auch. Oh, du hast dich umgedreht. Oh, Schreck. Ja. Oh, ich hab doch ein Fehl-Pokémon, Alter. Jetzt grübel ich hier dann rum, welche Attacke ich als nächstes einsetze. Ich habe ein Fehl-Pokémon. Ab dafür. Drachen sind immer OP, also bitte, das stimmt allerdings. Schreien wir ihn einfach mal in den Schlaf. Weg damit. Hat keine Chance gegen uns. Hätte sich den Scheiß eigentlich ausgedacht mit Drachen. Man hätte die im Mittelalter nerven sollen. Da hat es kein Patch gegeben. Ach, scheiße. Flucht. Muss hier raus. Ich will zum Turm. Ich muss durch den Monsum. Über die Welt. An die Spitze des Turms, bis kein Regen mehr fällt. Wer hat sich eigentlich hier die Zwischenstufe ausgedacht? Die ist. Ich würde gerade sagen, die ist nutzlos, aber da hinten ist eine TM. Wie komme ich hier runter, ist jetzt die Frage. Eh, nö. Nein. Aber. Ich komme hier nicht runter. Ich muss wahrscheinlich von oben runterspringen. Gespenst, ich werde deinen Kumpel da oben abholen, ne? Ich werde mal. Ich werde mal hier, ich glaube, Apollo mal nach vorne setzen. Ne, ich sollte vielleicht Kirla nach vorne setzen. Fehl gegen Geist könnte effektiv sein.
Oh, lol. Ist doch. Was hat denn das für ein Geist um nicht, oder wie? Es dreht sich wieder um. Sehr effektiv. 8 Schaden. Jawohl. Münzen! Schon wieder Münzen! So viele gute Anspielungen, die es gibt. Gib ich mal einen Schmarotzerkuss. Ja, mit meinem Leben. Das habe ich schon vor Jahren verloren. Du musst dafür bezahlen und mit eins geben. Upp, nicht runterfallen. Aber jetzt darf ich. Aha. Was ich ganz gut an den Game finde, ist, dass wenn man von oben irgendwie runtergefallen ist, kann man sich halt wieder hoch teleportieren lassen. Das macht das ganz angenehm, finde ich. Da ist diese vereinfachte Spielweise mir dann doch irgendwo recht. Ich laufe da unten für welche rum. Ich sehe einen Vonera. Ich sehe einen Mehikel. Oder sind das... Ah ne, das sind die komischen Steine mit einem Salzkristall auf dem Kopf. Das sind Domiesel. Das sind Micros. Ups. Sorry, bin voll into Pits Meat. Was kommt dann einfach in den Sinn bei so viel Bullshit, den sie bauen? Ja. Bring ordentlich Material. Kann man gut Videos rausschneiden. Es macht Spaß, bei denen zuzugucken. What the fuck bist du denn für ein komisches Tentara? Komm her, du Lump. Ein Tentara, was laufen kann. Es ist Thaddeus Tentakel. Thaddeus, Thaddeus. Thaddeus, die Technik. Du musst einschlafen. Ja, komm. Leg dich hin. Genieße die Gänge ein bisschen Schlaf. Du hast es verdient. Tentara. Ach, anstatt das jetzt einfach eine neue Form zu nennen, ist es jetzt ein ganz neues Pokémon, oder wie? Es ist schon bei Schlick da so komisch gewesen. Ja. Wie auch immer Pokémon aus einem schlafenden Zustand das machen können. Ja, dann klauen wir uns mal wieder ein bisschen HP. Dallo sagen würde, ein paar Leben klauen wir uns jetzt auch. Wenigstens schläft es noch. Ich muss ihn noch mehrfach küssen. Wenn er nicht aufwacht, dann sauge ich ihm halt sein Leben aus, wie ein Dementor. Liebeskuss ist die Definition. Als wenn du einen Dementor als Partner hättest. Oh Gott, Alter. Das jetzt schon wieder hin. Ah. Verarscht, du kriegst es jetzt auch. Meine Keime. Meine Keime sind auch meine Keime. Und andersrum ist es genauso. So, jetzt mal ganz ehrlich, was bist du? Bodenpflanze. Fallenpilz. Alter. Tentakra, das Fallenpilz-Pokémon. Obwohl es wie ein Tentakra aussieht, handelt es sich um eine völlig andere Art. Natürlich. Seine Beine sind dünn, aber es kann bis zu 50 km/h schnell laufen. Lennificate, wo bist du? Ich würde gerne in deinem Kopf schauen. Diese Gedankengänge sind insane. Ich weiß nicht mal selber, wie ich auf so eine Sachen komme. Das ist einfach so. Sind sie da?
Aber schön, dass ich unterhalten kann. Ich bin einfach nur durch von heute. Ich brabbel irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Aber wie viel? 33 Kilo. Mit so dünnen Beinen. 50 km/h. Die Technik, Thaddeus. Es kommt immer nur auf die Technik an. Wenn Sex nicht ist.